Zähne. Und Türkisch ist so schlecht, ich kann auch nicht mal Obst bestellen. Und das wurde mir das letzte Mal zum Verhängnis. Ich war mit zwei deutschen Kumpels und Kumpelinen da. Und der Kellner kam und ich sagte, warte. Ich mach das. Ich habe nur ganz kein Türkisch. Das war leicht. Ja, aber das wird peinlich. Nein. Ich habe Türkisch gelernt, ich versuche das. Ich habe wirklich versucht, in den letzten Jahren Türkisch zu lernen. Es ist aber nicht einfach. Mir fällt Türkisch nicht einfach, weil ich finde, wisst ihr, warum mir Türkisch schwer fällt? Sie ähneln keiner Sprache, die du kennst. Ja? Jede Sprache ähnelt in einer anderen. Zum Beispiel, wenn du Holländisch lernen willst, dann wird uns das sehr einfach fallen, weil Holländisch ist wie Deutsch, nur auf lustig. Ja? Das ist quasi dieselbe Sprache. Da hängst du und merkst, ihr tätet die Wände hinten dran, da bist du dabei. Es ist wirklich relativ einfach. Wenn du Italienisch kannst, kannst du Spanisch lernen und umgekehrt. Aber Türkisch ist wie Türkisch. Also wenn du die Sprache lernst, ist es nicht so, dass du sagst, ich kenne das Wort aus einem anderen Sprach. Da gibt es keine andere Sprache. Das ist original. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz Europa sagt zur Banane, außer der Türkei. Hier heißt das Mus. M-U-Z. Wir haben extra drei Buchstaben genommen, die nicht in Banane vorkommen. Mus, Banane, Mus. Das war das Gleiche, das war der Herr, der kann nicht finden. Ja, mir geht's auch gut. Kaya, komm, bestell. Ja, warte, ich bin da drum. Komm, bestell, du wolltest doch bestellen. Ja. Komm, bestell auf Türkisch. Hör auf jetzt. Cola.